wichtig, dass wir sagen, was passiert denn? Das heißt, diese Kerzenformationen, die wir uns jetzt gleich auch anschauen, die haben halt eine bestimmte Bedeutung für den Markt. Fernando, guten Morgen. Und der Markt hat hier an dieser Stelle uns gezeigt, es kann jetzt hier zu einer Gegenbewegung kommen. Und das sind die Punkte, die wir uns jetzt mal anschauen. Das heißt, wir schauen einfach mal nach auf wichtige Punkte einer Kerze. Das ist so ein bisschen Einleitung zu diesem Thema, weil ich halt auch weiß, wir haben hier Zuschauer am Markt, beziehungsweise mit dem Webinar, die stehen in ihrer Trading-Karriere teilweise auch am Anfang. Deswegen fange ich mal an einem leichten Punkt an und dann gehen wir aber hier direkt in die Details entsprechend auch rein. Das heißt, wir schauen uns mal die wichtigen Punkte einer Kerze an. Danach schauen wir mal auf Kerzenarten, also lang, kurz, mit und ohne Schatten, und dann geht es in Formationen. Das heißt, wir schauen hier mal auf Sterne und Dojis. Wir schauen auf Hammer, Soldaten und Krähen und dann auf eines meiner Lieblingshandelsmuster bzw. Chartmuster. Das hat auch mittlerweile meinen Namen bekommen. Das habe ich durch meine lange, lange Trading-Erfahrung, hat sich so ein Muster ergeben, was ich immer wieder extrem gerne trade. Und das heißt halt Mike's Reversal Patterns. Und das werde ich Ihnen natürlich hier an dieser Stelle dann auch einmal zeigen. Und was wir hier auch machen ist, wir machen das Ganze heute mal interaktiv. Das heißt, ich habe Ihnen jetzt diese ganzen Kerzen nicht schon vorbereitet, sondern ich nehme jetzt einfach mal entsprechend hier das Zeichenprogramm mit zur Hand und dann gehen wir mal die wichtigsten Dinge hier entsprechend durch. Kurzen Augenblick, geben Sie mir die kurze Zeit, das Zeichenprogramm raufzuholen, und dann schauen wir uns das Ganze hier einfach in den Möglichkeiten der Technik mit an. So, jetzt hole ich mal das Zeichenprogramm vom oberen Bildschirm runter. Übrigens, wenn jemand Fragen haben sollte, bitte nicht scheuen. Hier, wir können alles miteinander heute auch besprechen und diese Fragen hier auch im Webinar direkt auch mit beantworten. Das heißt, die ersten Dinge, die ich hier mit Ihnen besprechen möchte, sind natürlich an der Sache geschuldet oder sind dann natürlich der Sache gegeben. Was sind denn wichtige Punkte einer Kerze? Wenn wir uns mal eine Kerze anschauen, dann hat ja eine Kerze normalerweise, wenn wir uns einen Kerzenchart anschauen, es gibt ja Liniencharts beispielsweise, es gibt Kerzencharts, es gibt Balkencharts. Der größte Unterschied ist halt der, ein Linienchart hat immer nur die entsprechenden Schlusskurse da, und ein Kerzenchart oder ein Balkenchart, da sehen wir halt auch noch die Hoch- und Tiefpunkte beziehungsweise Eröffnungs- und Schlusskurs. Und die Chartanalyse, die wir hier an dieser Stelle machen, ist hier an dieser Stelle im Bereich der Kerzen, also ich arbeite hier heute mit Kerzen, das ist das gleiche auch wie Balken. Und was wir jetzt hier sehen, ist hier im Endeffekt die Kerzenformation. Jetzt einmal eine Kerze genommen. Eine Kerze hat dann entsprechend einen Hochpunkt, einen Eröffnungskurs, einen Tiefpunkt. Das sind halt die wichtigen Dinge, die wir hier in diesem Bereich auch sehen. Naja, so richtig schick sieht das jetzt hier nicht aus, aber sei es drum. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass Sie wissen, was ich damit entsprechend auch meine. Das heißt, hier haben wir mal die Punkte. Wir haben also hier an dieser Stelle entsprechend die wichtigen Punkte, den Hochpunkt der Kerze an dieser Stelle, den Tiefpunkt der Kerze an dieser Stelle. Wir haben den Eröffnungskurs und den Schlusskurs. So, der Eröffnungskurs einer bullischen Kerze, also einer steigenden Kerze, ist natürlich oben. Also der Eröffnungskurs ist unten, der Schlusskurs ist oben. Bei einer Kerze, die gefallen ist, logischerweise ist es umgekehrt. Da ist der Eröffnungskurs hier an dieser oberen Stelle und an der unteren Stelle ist sozusagen der Schlusskurs. Das sind mal so klassische Informationen, die wir aus einer Kerze erhalten. Punkt. Da gibt es nicht wirklich viel zu sagen, aber ich habe das Thema mit aufgenommen, weil diese Punkte für uns sehr, sehr, sehr wichtig sind. Und in den folgenden Szenarien, die wir hier durchspielen, werden Sie auch merken, warum diese Punkte wichtig sind. Weil wir können anhand dieser Extrempunkte, also dieser Außenpunkte und auch der Bewegung innerhalb des Tages sehen, in welcher Verfassung der Markt ist, ob er euphorisch ist, ob er Angst hat. Das sind Dinge, die wir hier entsprechend auch sehen können. Und da können wir entsprechend dieser Kerze schon mal ein Verhaltensmuster zuordnen. Und wenn dann auch noch die Verortung im Trendverlauf stimmt, also da kommt wieder das Thema auch Lesen der Trendverläufe im Markt auf uns zu. Das sind dann natürlich die Dinge, wo wir hier an dieser Stelle die Verortung im Chart noch mit benutzen müssen. Und wenn das alles stimmt, das heißt die Verhaltensweise der Marktteilnehmer plus die Verortung, dann können wir entsprechende Handelssetups aus Extremsituationen generieren. Und damit kommen wir mal auf einen weiteren Punkt, was es denn so für, sage ich mal, Ausformungen gibt. Und da hatte ich ja gesagt in der Einleitung, lang, kurz, mit und ohne Schatten. Es gibt Tage, Kerzen, wo wir einfach sehen, dass wir hier am Markt eine, ja, sage ich mal, Kerze in dieser Art und Weise sehen. Oder aber, ich mache es mal ganz kurz weg, das ist mal das eine. Oder aber wir sehen einfach mal eine Kerze in dieser Art und Weise. So, jetzt haben wir mal hier zwei verschiedene Kerzen. So,
Ich denke, den größten Unterschied können Sie hier an dieser Stelle schon sehen. Hier haben wir eine Tageskerze, da ist viel Bewegung dabei. Das sind sozusagen lange Tage. Und hier ist eine Kerze, da ist wenig Bewegung dabei. Das sind kurze Tage. Wenn wir uns das mal hier in einem einfachen Chart anschauen, da können wir das Gleiche auch sehen. Schauen Sie mal hier, das sind Kerzen, wo einfach viel Bewegung im Tag drin ist. Und das sind Kerzen, da ist wenig Bewegung im Tag drin. Das heißt hier lange Kerzen und kurze Kerzen. Das sagt uns auch etwas. Kurze Kerzen heißt halt, da war wenig Preisdruck da, beziehungsweise es hat halt nicht gereicht, Schübe in die eine oder andere Richtung in Weiterausdehnung zu bringen. Hier an diesen Kerzen war es halt so da, es war so viel Nachfrage da, dass die Märkte stark gestiegen sind im Vergleich zum Vortag, beziehungsweise hier, es war ein so hoher Verkaufsüberhang da, dass die Märkte stark nach unten geschoben worden sind. An anderen Tagen, wo die Kerzenköpfe kürzer sind, ist das halt ein Tag mit deutlich weniger Bewegung. Auch das kann uns viel erzählen. So, das sind mal sozusagen lange Kerzen und kurze Kerzen. So, nächster Punkt, wenn Sie diese beiden Kerzen so mal sehen, hier fehlen sozusagen die Schatten. Das heißt, wir haben jetzt hier Kerzen an dieser Stelle, wo wir wissen, die Kerze hat entweder, wenn es eine grüne Kerze war, am Tageshoch geschlossen. Oder wenn es eine rote Kerze ist oder eine weiße als fallende, also schwarz und weiß-schwarz sind fallende Kerzen, rot sind fallende Kerzen, grün und weiß sind steigende Kerzen. Das heißt, im Falle einer roten Kerze oder einer weißen Kerze wissen wir halt, der Markt hat hier am Tagestief geschlossen. Handelt es sich um eine steigende Kerze, das heißt grün oder weiß, in den Charts drinnen, dann wissen wir halt, die Kerze hat am Tageshoch geschlossen. Da spielt es jetzt keine Rolle, ob das eine lange Kerze ist oder eine kurze Kerze. Wir wissen halt einfach nur, der Markt hat an seinem Hoch geschlossen. Was wir aber wissen, wenn wir eine sehr, sehr lange Kerze haben, die am Tageshoch schließt, dass da sehr, sehr starker Kaufdruck da war. Und dann haben wir am Folgetag auch die Möglichkeit, dass sich dieser Druck, also dieser Schub nach oben, auch fortsetzen kann. Umgekehrt, bei den fallenden Märkten haben wir die Situation, dass wir am Tagestief geschlossen haben. Und da ist es auch wichtig, wenn wir so eine lange Kerze haben mit sehr, sehr hohem Druck, dann ist es gut möglich, dass wir am Folgetag weiter fallende Kurse sehen. Das mal so zu den Grundgestalten von Kerzen ohne den Schatten. Und dann haben wir entsprechend der Vollständigkeit halber hier im Markt natürlich auch noch die Kerzen an dieser Stelle, die wir mit Dochten versehen können. So, hier an dieser Stelle mal einfach das gezeigt hier. So, dass also der Schatten auf der Oberseite und den Schatten auf der Unterseite, dass wir das einfach mal noch mit entsprechend dran haben. Also oben Schatten, unten Schatten, das wären halt dann Kerzen mit Schatten, also mit Lunte und Docht. Und da sehen wir entsprechend an diesen Stellen, dass der Markt halt entsprechend nochmal zurückgekommen ist. Das heißt, wenn wir hier eine Kerze sehen, die beispielsweise nach unten gerichtet ist, also schwarz gewesen sind, da wissen wir halt, es gab hier mal noch ein Hoch und der Markt ist wieder etwas nach unten gelaufen. Wenn man das Ganze von der Unterseite sieht, wissen wir halt, der Markt ist jetzt schon mal tiefer runtergegangen und ist dann ein Stück weit mit nach oben gekommen. Also das ist mal die interessante Sache, die wir dann entsprechend an diesen Lunten und Dochten hier im Markt mit sehen können. Und damit haben wir mal so die Grundformen der Kerzen besprochen. Das heißt, lang, kurz, mit Docht und ohne Docht. Also mit sozusagen Schatten und ohne Schatten. Das mal so die Grundformationen. Und daraus lassen sich dann natürlich immer Schlüsse ziehen, was die Teilnehmer, die Marktteilnehmer gemacht haben. Und da schauen wir uns einfach mal Kerzenformationen an, die der ein oder andere auch schon kennen mag. Und zwar fangen wir mal an beispielsweise mit den sogenannten Doji-Kerzen oder auch den Morningstar oder Eveningstar. Das sind ja Kerzen in ihrer Verortung im Chart, die uns eine gewisse, ja sag ich mal, Art und Weise vom Trading mit zeigen können. Das heißt, wir nehmen hier einfach mal die erste Kerze und da zeichne ich Ihnen jetzt mal ein, hier den, zack, so, da haben wir das. Wir machen jetzt mal zum Beginn einen Doji. So, ein Doji, der sieht in etwa so aus an dieser Stelle, dass wir hier eine Kerze haben, die relativ kurz ist. Ich schreibe das hier oben auch mal kurz drüber. So, ich hoffe, das kann man dann auch lesen. Also das hier sozusagen das Thema mit dem Doji. Und da haben wir jetzt hier den sogenannten
ein Stern-Doji, also ein Doji-Star, den gibt es als Morning-Star und auch als Evening-Star. Das heißt, in der Verortung im Chart heißt das dann halt, wenn er weit unten ist oder weit oben ist, dann ist es dann sozusagen der Evening-Star oder der Morning-Star. Das sind halt die Dinge, die wir hier in diesen Bereichen auch ohne weiteres sehen können. Was lesen wir aus so einer Kerze? Wir lesen aus so einer Kerze erst einmal an diesem Tag, wenn wir mal das Tief und das Hoch der Kerze anschauen, dass nicht wirklich viel an Bewegungsspanne da war. Das war das eine. Das zweite, wir haben hier Eröffnungskurs und Schlusskurs an gleicher Stelle. Das sagt uns ein Zeichen von Unentschlossenheit. Das heißt, der Markt hat sich hier bewegt, aber nach oben ein Stück, nach unten ein Stück und kam wieder dahin zurück. Das heißt, die Marktteilnehmer wussten nicht so richtig, wie es jetzt weitergehen soll. Thema Unentschlossenheit. So, wenn wir so einen Doji, ich mache mal ganz kurz das ganze Teil hier weg, wenn wir so einen Doji beispielsweise innerhalb eines Aufwärtstrends stehen haben, das heißt, ups, das war nicht das, was ich wollte, so, hier gehen wir mal rein, beispielsweise innerhalb eines Aufwärtstrends weit in seiner Bewegung stehen haben, dann sehen wir da oben an dieser Stelle halt ein Zeichen, wo wir sagen können, okay, der Markt überlegt jetzt dort oben, wie er weitermacht. Wird der nach unten hin gerissen, ist die Gefahr hoch, dass wir, oder die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir eine Korrektur sehen. Wird er nach oben überschossen, dann gehen die Kurse weiter. Aber im Normalfall ist es so, dass wir bei diesem Muster, wenn es in einer weiten Bewegung steht, das heißt, je weiter die Bewegung fortgeschritten ist, ich ziehe das mal ganz kurz etwas hier nach unten, je weiter die Bewegung fortgeschritten ist, je besser ist es. Das heißt, wenn wir hier beispielsweise eine solche Chart-Situation haben, wo wir einfach extrem weit in der Bewegung stehen und dann kommt so ein Doji hier oben rein, den wir hier haben, diesen Sternen-Doji, dann ist die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr, sehr hoch, dass eine Korrektur einsetzen kann. Und dann ist es gut, wenn wir in den kleineren Zeiteinheiten, also wenn das beispielsweise auf Tagesbasis gekommen ist, dass wir die kleinen Zeiteinheiten dazu zum Timing nutzen. Also hier mal diesen Doji. Das ganze Teil funktioniert auch auf der Unterseite. Das heißt, wenn wir einen solchen Stern in einem Abwärtstrend verortet sehen, das heißt, dass der Markt von unten nach oben kommt, beziehungsweise so, von oben nach unten, so, schiebe ich den mal dahin, dann haben wir hier die Situation, einen Abwärtstrend, so, den schreibe ich auch mal so, dass der weit in seiner Bewegung steht. Und dann hier unten diese Verortung haben, das wäre dann extrem interessant, die Oberseite zu packen. Und wenn wir dann hier unten einen Unterstützungsbereich auch noch haben, beziehungsweise wenn der Stern oben steht, im Aufwärtstrend nach einer langen Bewegung, dass wir dort einen Widerstand haben, das sind dann Zusatzargumente, die wir finden können, um sozusagen aus diesem Handelssignal oder beziehungsweise aus dieser Kerzenformation herauszulesen, die Teilnehmer sind dort oben unentschlossen, die wissen nicht so genau, wie es weitergehen sollte. Und dann kann sich aus dieser Situation heraus halt eine Umkehr ergeben, die wir kurzfristig für den Korrekturhandel entsprechend benutzen können. Also das einmal zum Thema Doji. Danach bleiben wir mal bei den Dojis. Also das hier ist sozusagen der Sternen-Doji. Das nächste, was wir an Doji haben, ist die sogenannte Gravestone Candle. Also wie der Name das sagt, Grabstein, das Teil sieht auch, hat seinen Namen nicht umsonst bekommen. Das heißt, erst einmal hier, dass die Kerze sieht dann in etwa so aus. Und diese Kerze, die sagt uns auch etwas. Diese Kerze sagt uns zum einen, genau wie wir hier vorne bei diesem Doji-Eröffnungs- und Schlusskurs an gleicher Stelle haben, ist das hier natürlich genau das Gleiche. Das heißt, Eröffnungs- und Schlusskurs liegen an der gleichen Stelle. Aber, und jetzt kommt der große Unterschied, die Kurse sind an diesem Tag mal hochgelaufen, und dann wieder komplett abverkauft wurden. Das heißt, je länger dieser Schatten hier oder je länger diese Stange nach oben ist und je stärker der Markt zurückgekommen ist, je größer ist hier das Zeichen davon, dass der Markt wirklich hier abverkauft hat. Und wenn sich das Teil dann nach unten hin weiter bestätigt, dann haben wir doch ganz gute Karten, dass wir etwas Abwärtstendenz, Korrektur am Markt entsprechend sehen. Also das ist so etwas, wie wir das beispielsweise im Dow Jones gesehen haben. Ich mache mal hier kurz den Chart vom Dow Jones rein, den hatten wir ja vorhin mit auf der Uhr. Wir hatten sowas gestern gesehen. Schauen Sie sich das mal an, hier oben. Das war ein starker, hier ganz, das war jetzt kein Doji, spielt jetzt aber keine Rolle, aber das ist mal ein Beispiel dafür, dass der Markt hier von oben deutlich abverkauft hat. Und das Ganze hat sich dann am gestrigen Tag fortgesetzt. Neues Hoch, vollkommen abverkauft und hier kam dann die Fortsetzung nach unten. Das ist die Macht, die in dieser Kerze steckt. Und das bitte auch wieder immer zu beachten. Ich predige das nicht, ich sage es einfach so, wie es ist. Immer die Verortung beachten. Wenn das Teil irgendwo im Chartverlauf ist, das heißt, wenn wir so eine Kerze irgendwo hier drinnen, mittendrin sehen, hier, was weiß ich wo, es hat einfach keine Relevanzen.
Wichtig ist die Verortung. Das heißt, aus weiten Bewegungen heraus sowas zu traden. Ich trade das auch immer nur dann, wenn wir in weiten Bewegungen stehen. Das heißt, hier oder an Widerständen oben ranhauen. Dann ist das für mich sehr, sehr interessant, das zu traden. Und dann kann ordentlich Bewegung reinkommen. Irgendwo in der Verortung hier so eine Umkehrkerze zu haben, ja, was soll's, dann ist die halt mal da. Da ist aber dieses Zusatzargument nicht gegeben. Aus diesem Grund Verortung. Das ist extrem wichtig und diese Kerze steht nicht immer, aber oft für einen Moment, an dem die Kurse die Bestätigung nach unten suchen und dann weiter nach unten laufen. Und dann gibt es das Gegenteil dieser Kerze. Die schaut dann sozusagen so aus. Wir haben wieder auch Eröffnungs- und Schlusskurs an gleicher Stelle. Das ist ja mal die Eigenschaft eines Dojis. Aber wir haben den Markt hier gesehen, von unten nach oben kommt. Das heißt, wenn wir hier das Ganze nach oben bestätigt bekommen, dann haben wir wirklich richtig gute Karten, dass der Markt nach oben schiebt. Auch da kann ich ein schönes Beispiel zu bringen. Und zwar, kleinen Augenblick, das Zeichenprogramm mache ich mal wieder auf. Wir haben vorhin, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, Tageschart. Und zwar Dollar, Schweizer, Franken. So, gucken Sie sich das an. Hier unten ist jetzt auch kein Doji, gehen wir nachher drauf ein, ist aber die gleiche Situation. Wir haben einen Tag gehabt, wo der Markt deutlich runtergegangen ist und komplett aufgekauft wird. Und das wurde dann nach oben bestätigt. Und das in der Verortung, dass wir hier wirklich weit nach unten gelaufen sind. Hier weit nach unten gelaufen sind. Und hier einen Supportbereich hatten. Das war der Ausschlag für das. Man weiß nicht, ob dann wirklich immer sowas kommt, aber kurzfristig kann da einiges an Bewegung ins Spiel kommen. Das also zum Doji hier. Dragonfly ist der Name für diese Art dieser Kerze und das halt von der Verortung am besten in oder nach einem Abwärtsschub. Das heißt, diese Kerze hier, die wir hier sehen, das am besten hier nach sowas zu sehen und dann hier unten. Das wäre mal ein tolles Signal, dass die Märkte nach oben gehen können. Diese Kerze hier gesehen, natürlich umgekehrt, Aufwärtstrend in einer weiten Bewegung, dann diese Kerze hier, dann kann das Ganze gut und gerne schön etwas nach unten korrigieren. Das mal hier im Bereich des Doji. So, dann schauen wir mal auf die nächste Kerzenformation, die wir hier auch mit am Laufen oder am Liegen haben. Und zwar sind das die sogenannten Hammerkerzen. Die gibt es auch in zwei Formationen. Also einmal als normaler Hammer, so wie Sie sich einen haushaltsüblichen Hammer auch mit vorstellen können. Das heißt, wir haben oben drauf den Kopf vom Hammer, Pam, das haben wir das. Und dann natürlich hier unten den Stängel dran. Der kommt dann halt von unten nach oben. Zack, so, das ist der, naja gut, ist nicht besonders schön, aber ich glaube, Sie weinen. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie meinen. Das ist mal eine ganz klassische Hammerkerze und das Ganze auch noch umgekehrt. Gibt es den invertierten Hammer, Inverted Hammer, wie auch immer Sie den Namen aussprechen wollen. Das Bild dazu schaut entsprechend so aus, dass die Kerze an dieser Stelle ist. Das heißt, hier mal wirklich zwei entsprechende Hammer und dreimal dürfen Sie raten, in welcher Situation ich hier den Fokus darauf habe, dass wir entsprechend daraus traden können. Nummer 1 hier unten, der klassische Hammer, da haben wir die Situation, den möchte ich gerne sehen nach einer weiten abwärtsgerichteten Bewegung. Das wäre wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Das heißt, wir haben hier einen Abwärtstrend, der in ordentlicher Bewegung steht und dann haben wir hier unten diesen Hammer und der hat dann das Potenzial, das ganze Teil nach oben zu schieben. Und hier auf der anderen Seite natürlich umgekehrt das Ganze, da brauchen wir die Bewegung nach oben hin. Das heißt, hier der Verortung her nach einer schönen, starken, aufwärtsgerichteten Bewegung. Das heißt, hier schön nach oben gelaufen, das ganze Teil, und dann entsprechend die Hammerkerze ausgebildet. Das wäre dann mal ein sehr, sehr schönes Signal hier an dieser Stelle, dass der Markt neues Hoch gemacht hat und dem da oben die Luft zu heiß war, weil da vielleicht ein Widerstand war oder einfach keine weiteren Käufer sich gefunden haben. Der Grund spielt einfach keine Rolle. Das wäre dann die Situation, wenn es zur Bestätigung kommt, dass der Markt dann entsprechend hier nach unten laufen kann und etwas in die Korrektur hineingeht. Manchmal machen solche Situationen auch ganze Charts mittelfristig kaputt, dass aus einem Aufwärtstrend ein Abwärtstrend wird. Das sind Dinge, die sehen Sie hier an dieser Stelle. Also das mal von oben nach unten und das gleiche auf der Unterseite. Hier haben wir halt gesehen, ha, die Händler wollten einfach nicht tiefer, kompletter Kauf nach oben wieder. Und wenn die Märkte dann wieder hier über diese hochsteigen, dann haben wir das Potenzial, den Markt nach oben zu stellen. Also das hier an dieser Stelle, das Ganze mit nach oben zu bringen. Fernando, ja,
das Zeichnen üben wir nach. Es ist halt so, wenn man das Ganze schick haben will, dann hätte ich natürlich die Kerzen alle vorbereitet, dass das alles perfekt aussieht. Aber ich finde das manchmal auch charmant, wenn man das Ganze live macht. Und ja, Fernando, wir üben noch. Versprochen. Das wird mit der Zeit besser, das passt. Aber ich hoffe, dass der Sinn und Zweck dieser Geschichten entsprechend auch rüberkommt und sich das Ganze hier an dieser Stelle auch gut einprägen lässt, wenn das Ganze so in der Entstehung auch mal gezeigt wird. Gut, also damit hätten wir mal die Hammerkerzen. So, und dann hatte ich ja gesagt, es gibt noch sowas wie Soldaten und Krähen, das heißt Soldiers and Crows. Das heißt, wir haben hier aus der Zeit, wo wir früher mit den weißen und schwarzen Kerzen nur in den Charts gearbeitet hatten, da hatten wir sozusagen die Free Wild Soldiers und die Free Black Crows. Das waren halt einfach, wie die Namen das schon sagen, die Krähen waren abwärts gerichtet, die Soldaten, weil sie weiß waren, waren entsprechend aufwärts gerichtete Kerzen. Und das sind halt die Dinge, jetzt mache ich das mal sauber, dass ich hier einfach mal schick zeichne. Also, jetzt mache ich mal die Kerzenformation hier. Jetzt mache ich mal entsprechend die Krähen. So, die Krähen entsprechend nach unten gerichtet, das heißt schwarze Kerzen. Wer mit einem Farbenchart arbeitet, der hat hier entsprechend natürlich die roten Kerzen im Markt auch liegen. So, ich mache die Kerzen jetzt mal schwarz und dann drei Stück nacheinander. Und das Prozedere, was wir hier gesehen haben, ist in dem Moment das gewesen, dass wir bei diesem Kursmuster, was wir haben, drei Kerzen haben, die in etwa so ausgesehen haben. Also das sind sozusagen die drei schwarzen Krähen und die stehen dafür, dass der Markt stark nach unten gelaufen ist. So, bei der klassischen Chartanalyse war es hier entsprechend so, wie es ist. Der Markt lief runter. Und damals hat man es so genutzt, man sagt einfach, wenn hier dieser starke Abwärtsdruck ist, wenn dieses Signal hier nach unten weiter bestätigt wird, dann haben wir eine gute Chance, dass der Markt weiter nach unten läuft. Ich persönlich, gerade für den kurzfristigen Trading-Stil, bevorzuge hier eine etwas andere Herangehensweise an diesem Markt. Und zwar folgendes, wenn wir uns mal die Verortung dieser drei Kerzen anschauen, dann haben wir hier natürlich eine sehr, sehr starke Bewegung nach unten. Und das ist halt der Punkt, wenn wir hier jetzt einen Abwärtstrend haben, der durch diese Kerzen sehr, sehr weit in seiner Bewegung steht, dann haben wir eine sehr überdehnte Bewegung nach unten. Und das ist für mich ein Zeichen, irgendwann baut sich dieser Überdehnungsdruck ab. Also Sie sehen, die Situationen, die dadurch entstehen, die sind ähnlich. Ohne dass jetzt hier ein Hammer entsteht oder ein Doji entsteht, alles einfach nur nach unten gelaufen. Und wenn ich sowas sehe, dann lege ich mir das auf die Watchlist und dann weiß ich, aha, jetzt muss ich doch mal in den untergeordneten Zeiteinheiten schauen, ob sich hier nicht was gibt. Und die untergeordnete Zeiteinheit, die könnte dann hier sozusagen so ausschauen in dieser Kerze, dass wir das hier unten sehen und der Markt dann hier unten plötzlich anfängt zu drehen und einen Aufwärtstrend macht. Und dann haben wir an dieser Stelle gut die Chance, dass wir eine Korrektur bekommen. Weil wir sind hier tief gelaufen, weit in der Überdehnung. Das Gummiband ist wieder stark gespannt. Und wenn sich das abbaut, dann können wir schon hier als Ziele mal wirklich sagen, okay, wir haben jetzt hier ein paar Tageshochs oben liegen, hier in diesem Bereich, hier in diesem Bereich. Das sind dann Anlaufpunkte, wo wir hochlaufen können. Oder wir schauen, wie ich das in den Webinaren hier auch immer morgens zeige, in die untergeordnete Zeiteinheit. Wo sind denn Anlaufpunkte, dass wir Käufer finden können, an die wir unsere Position dann geben können? Das wäre mal die Überspannungssituation. Und das gleiche Bild, also das, was wir jetzt hier entsprechend sehen, das ist halt die Situation, wenn wir diese Kerzen in sozusagen grüner oder weißer Farbe haben, dass wir die andere Seite sehen. Das heißt, ich nehme mir jetzt mal ganz kurz diese Kerzchen hier. So. Drehe die einfach mal rum. So. Jetzt muss ich gucken. Halt, das war falsch rum. So, jetzt haben wir das. Und dann mache ich die für Sie noch grün, damit wir die auch sehen können. So, weil weiß ist jetzt ein bisschen blöd, dann sehen wir nichts. Hier das Gleiche. Wenn wir so eine massiv starke Bewegung nach oben sehen, dann ist das erstmal auch ein Zeichen für einen starken Markt. Hier ist es ein Zeichen für starke Schwäche und hier ist es ein Zeichen für extrem hohe
Marktstärke. So, heißt also, wir haben jetzt hier in der zweiten Situation einen Markt, der sehr, sehr hoch gelaufen ist in seinem Abwärtstrend, in seinem Aufwärtstrend. Und da können wir an dieser Stelle natürlich sehen, was passiert hier oben. Und das ist genau das gleiche Spiel wie hier. Wir sehen in der untergeordneten Zeiteinheit hier oben einen Markt, der nach hoch gelaufen ist. Und wer von Ihnen das Ganze traden möchte, in solchen langgezogenen Überdehnungen sozusagen, wenn mag sein, dass oben dann irgendwo hier ein Widerstandslevel liegt, wo der Markt hier oben reingelaufen ist, kann alles sein. Wenn wir nach solchen starken Schüben in den Markt schauen und wir sehen, wir kriegen hier mal kurz einen Dups nach unten, dass wir dann entsprechend sagen können, okay, jetzt könnte es hier eventuell zu einer Korrekturbewegung kommen, die dann entsprechend Ziele auch in den untergeordneten Zeiteinheiten ergeben lässt. Das sind dann die Punkte, wo wir in den kleinen Zeiteinheiten reinschauen können, wann es da oben zur Umkehr kommt, in dieser starken Überdehnung und wann wir wie traden können. Aber bei diesen Dingen hier auch immer bitte kurzfristig das Ganze mit zu betrachten von der Verortung her, weil wir haben hier eine extreme Stärke. Das heißt, wir handeln ja natürlich immer gegen den übergeordneten Trend und da ist es halt wirklich so, da muss man gerade am Anfang sehr, sehr restriktiv mit dem Risiko umgehen, aber es gibt uns halt immer wieder schön die Möglichkeiten für den kurzfristigen Trading. Das ist ja genau der Punkt, der Spaß macht an dieser Stelle. Und damit komme ich zum vierten Punkt. 1, 2, 3, 4. Ja, genau, zum vierten Punkt der Kerzen. Jetzt musste ich selber erstmal nachziehen. Ich lösche das mal ganz kurz weg. Und zwar das Handelsmuster, was sich bei mir sozusagen etwas eingeschliffen hat. Und zwar das Thema Mike's Reversal Pattern, das sieht man auch auf meiner Website, wer sich das mal anguckt und sich wundert, was ist denn das? Wir sprechen jetzt mal ganz kurz drüber, was ich damit mache. Und zwar gehe ich jetzt hier mal davon aus, dass wir hier beispielsweise innerhalb eines Aufwärtstrends uns bewegen, hier der Aufwärtstrend. Und dieses Muster ist ein Muster, was ich aus Korrekturen heraus trade. Das heißt, wenn das jetzt ein Trend ist, erst einmal unabhängig von der Zeiteinheit, unter der Stunde mag ich das nicht so gern traden, ist mir persönlich zu kurzfristig, funktioniert aber auch da, haben wir die Situation, dass der Markt hier runtergelaufen ist. Hier unten an dieser Stelle, sagen wir mal, vielleicht noch eine rote Kerze gehabt hat, die wir hier an dieser Stelle mal liegen haben. Und dann die Situation haben, dass der Markt rumdreht. Das heißt, dass wir hier eine Kombination aus zwei verschiedenen Kerzen sehen. Die eine Kerze liegt hier in diesem Bereich etwas drinnen, in diesem Fenster. Ich zoome das mal ganz kurz etwas groß. Jetzt nehme ich auch wieder den Pinsel und dann zeichne ich einfach mal diese Kerze. Das heißt, wir haben hier hinten drinnen eine Kerze, die irgendwo im Bereich von diesem Hoch und diesem Tief liegt. Das wäre das Erste. Und das Zweite, was dann dazu kommt, ist die zweite Kerze, die wir dann hier im Nebenbereich haben, die dann oben drüber läuft. Wie auch immer, sie läuft drüber, entweder mit ihrem Körper oder mit ihrem Kerzenhoch. Aber wichtig ist, es gibt hier unten keine neuen Tiefs. Das heißt, der Markt fängt hier unten an, rum sich zu drehen und nach oben zu laufen. Und das, was wir dann in den untergeordneten Zeiteinheiten sehen, ist hier sozusagen mal die Korrektur dieses ganzen Teiles. Das heißt, wir laufen hier richtig schön nach unten. So, und dann dreht das Ganze rum. Wir haben dann in dem Moment im Folgenden sozusagen hier die Situation, dass der Markt hier erst einmal mit dieser Kerze, also diese erste Kerze, die macht jetzt sozusagen so ein bisschen hin und her getingelt hier in diesem Bereich und entsprechend die zweite Kerze, also diese hier, die macht dann das, dass wir nach oben laufen, über dieses Hoch hier drüber gehen, diesen Abwärtstrend bricht und das zeigt uns dann an, dass der Markt an dieser Stelle rumdrehen möchte und wieder nach oben läuft. Und das ganze Spiel gibt es für die Long-Richtung und für die Short-Richtung. In der Short-Richtung wäre dieses ganze Signal sozusagen in einem Abwärtstrend zu sehen. Das heißt, wir haben hier entsprechend einen Markt, der abwärts gerichtet ist und in seiner Korrektur steht, in seiner tiefen Korrektur. Und dann haben wir meinetwegen hier meinethalber wieder noch eine grüne Kerze. Und danach folgt, wie ich das gerade auch gezeichnet habe, eine Kerze, die wir hier irgendwo im Zwischenbereich notieren haben. Und danach eine Kerze, die hier nach unten läuft. Sei es mit ihrem gesamten Körper oder nur mit entsprechend dem Schatten, spielt keine Rolle. Wichtig ist, es gibt nichts, was hier über dieses Hoch drüber geht. Das heißt, der Markt dreht entsprechend rum. Und da sehen wir hier das Gleiche. Das heißt, diese Stelle bis zu dieser grünen Kerze ist dann sozusagen untergeordnet die Korrektur, der Korrekturtrend. Danach diese Kerze hier, die macht dann in dem Moment
den ersten Schub, so ein bisschen in diese Richtung, wie auch immer, aber bewegt sich innerhalb dieser Kerze. Und die zweite Kerze ist dann sozusagen diese Kerze, die dann hier die ganze Geschichte mitnimmt, diesen Trend nach unten bricht und dann das Ganze wieder in Haupttrendrichtung entsprechend fortführt. Das also mein eigenes Umkehrmuster, Mikes Reversal Pattern. Und das sind die Dinge, die ich für Sie jeden Tag in der Handelsvorbereitung hier auch im Markt mit durchschaue und mit Ihnen gemeinsam bespreche. Also hier mal ein paar interessante Kerzen, die kurzfristig für deutliche Bewegung sorgen können. Wichtig ist halt, einige dieser Kerzen sind Signale, wo wir gegen den entsprechenden aktuellen Trend traden. Das heißt, das sind sozusagen Rebounds oder Korrektur-Trades, die wir dort dann machen. Das unterste, Mikes Reversal Patterns, ist halt ein Muster, wo ich sage, das handeln wir aus der tiefen Korrektur heraus in Richtung des übergeordneten Trends. Also an dieser Stelle einmal die wichtigsten Punkte, die Kerzen, die Hammerkerzen für mich, wo ich wirklich Bewegung auch erwarten kann, wenn der Markt das dann spielt. Ich hoffe, das hat Ihnen den ein oder anderen Input bekommen, damit Sie Ihre eigenen Trades in den Charts auch finden können. Wir haben bei Tickmill, ich zeige Ihnen das mal ganz kurz, wir haben bei Tickmill ja sehr, 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 hups, das war das Falsche, doch, das war es gewesen. Wir haben ja bei Tickmill auf der Website, entsprechend von Tickmill, haben wir ja für Sie die Informationen, welche Symbole Sie traden können. Und da sehen Sie halt gute 80 Märkte, die wir hier traden können. Hier haben wir mal die Instrumente. Das ist eine ganze Menge im Forex-Bereich, Anleihebereich, Aktienindizes, WTI, also Rohstoffe und die Kryptowährung und die Edelmetalle. Das ist eine ganze Menge, was Sie traden können. Und da ist es halt wichtig, das ist eine große Wiese. Und wenn Sie sich schaffen, aus dieser großen Spielwiese sozusagen die richtigen Punkte rauszusuchen und damit wollte ich Ihnen heute in dem edukativen Part an dieser Stelle einfach mal ein paar Ideen geben, wie Sie sowas anrichten können, das Ganze zu machen. Hier schon, wie schon gesagt, das Ganze mit Tickmill umzusetzen. Sie finden hier entsprechend auch alle Informationen, wenn Sie das Konto bei Tickmill noch nicht haben, zu den entsprechenden Kosten, zu den Hebeln und so weiter und so fort. Also all das schauen Sie bitte mal hier auf der Website von Tickmill auch mit vorbei. Da finden Sie alle Informationen, um dann die wichtigsten Punkte in den Charts zu finden. Das heißt hier von meiner Seite her einen herzlichen Dank an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und